Gut, wie sieht es eigentlich jetzt mit Erfahrungspunkten bei dir aus? Du bist kurz davor, sehr schön. Und du brauchst noch ein bisschen, bis du Level 11 bist und Level 6 Zauber aussprechen kannst. Auch gut. Achso, waren wir jetzt eigentlich schon hier drin gucken? Ja, der Flock war hier drin, ne? Ja, richtig. So. Wir gehen erstmal in die Richtung. Das werden nicht die letzten Spinnen sein. Vermute ich mal so. Aus wissender Unwissenheit. Ja, da geht's weiter. Stopp. Wirf mal eine Axt, solange du noch Wurfäxte hast. Müssen wir jetzt nicht uns im Kampf schmeißen, sinnlos. Phasenspinne, ihr wisst Bescheid. Normale Axt anwählen und alle angreifen. Rettungswurf gegen Tod, das heißt, sonst hätte die ihn vergiftet, wie es aussieht. Nalia hat einen Crit gemacht, cool. Stimmt, sie macht mit Bogen angreifen. Schön. Hier kommen noch mehr Spinnen, das wissen wir. Da muss mindestens noch eine Phasenspinne sein. Wir kennen das Prinzip. Obwohl, warte mal, mach du mal den Flammenpfeil. Du müsstest ja fast die gleiche Stufe haben. Eh eine tiefer oder so dürfte es sein oder die gleiche, weiß ich nicht. Und du machst mal das. Gut, Hammer sie. War auch gar nicht so aufwendig. Du hast einen Schlag mindestens abgekriegt, wenn nicht sogar zwei, aber ich hab's nicht weggekriegt. Das ist nur eine Riesenspinne. Okay. Die Kleine brauchen wir schätzungsweise jetzt nicht extra angreifen. Die ist so oder so. Naja gut, wenn du nicht gerade kritischen Fehlschlag mit 8 Angriffswurf machst. Haben sie das überlegt? Müsste da nicht noch eine Phasenspinne sein? War da nicht hier gerade noch eine Phasenspinne beim anderen Trupp? Ist die unterschiedlich? Okay. Dann wohl nicht. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ich wollte gerade sagen, verbrauchst du so viele Bolzen? Ach nee, der hat ja noch einen zweiten Stack gehabt für sich selbst. Fallen suchen. Wir sind jetzt wieder in so einem komischen Gebiet hier. Hier ist keine so eine Kiste. Aha. Aber Falle wird dir trotzdem vermutlich sein irgendwo. Oder? Nicht? Nicht. Aber hier geht's wieder raus, das weiß ich. Brauche ich jetzt nicht reingehen und testen, das weiß ich. Gehen wir mal hier weiter. Schauen wir mal, ob hier noch mehr so Viechzeug kommt. Ich sollte vorsichtig sein wegen Fallen. Düstere Anlage. Tempel, so ägyptisch sieht das aus. Ist das hier, wo der Schatz ist? Das Schloss ist, als ihr euch der Tür nähert, empfindet ihr ein Gefühl der Bedrohung. Das Schloss ist von seltsamer Machart. Da euch die Hände zittern, habt ihr äußerste Schwierigkeiten dabei, es zu knacken. Okay, also geht hier irgendwas zu. Ne, also gehen wir wieder. Ich könnte natürlich auch an dieser Stelle einen zweiten hier den Druiden mitnehmen. Aber dann habe ich ja keinen Magier neben Edwin. Weil sie ja dann auch irgendwann rausfliegt. Alles so schwer zu entscheiden. Ich sollte mal wieder vorsichtig weiterlaufen. Können wieder Spinnen kommen. Oder Waldschrate. Fernkampfkorgern. Sehr gut.
Barkeron. Hast du gerade Korgan getroffen durch... Ach, na gut. Ich erinnere mich, deine Rüstungsklasse war ja so für den Arsch. Be quick with it. Yes. Tötet mal die Spinne im Moment. Nee, Gift bringt nicht viel, ne? Probieren wir das. Where can I be of most use? Vielleicht können wir sie betäuben. Wurde versteinert. Ist das... Moment. Wieso versteinert? Für zwei Phasen gelähmt, aber doch nicht versteinert. Das ist ja seltsam. Na gut. Naja, noch so viel. Na, klasse. Na, jetzt kommt das andere, Fiona. Bitte mal alle rauf und zaubern. How can I help? Ach, der Dingens hat auch Zauber, ne? Mal gucken, was er hat. Pardon, turnip reflex. Probier mal, ob das Gift wirkt. Hier. Jan, ja, wirkt. Yes. Cry for your lives. They are already. Gut, den Hammer. Boah, du hast so eine schlechte Rüstungsklasse, mich nervt das. Ich brauch die Gische gekriegt als Handschuh. Ich weiß übrigens jetzt, wo es die gibt. Aber da kann ich noch nicht hingehen, solange ich nicht diese Quests von den ganzen Charakteren erstmal alle, ich hab die jetzt dringend sind. Okay, also wir sind richtig. Also hier rein, was ist den anderen Wegen? Soll ich da erstmal lang gehen? Nee, ich gehe gleich hier lang. Wir wollen das erledigt haben. Vielleicht ist beim anderen Weg dann Edwin. Der abgestandene Geruch des Todes dringt in eure Nasenlöcher. Lange Reihen von Gräbern befinden sich an den Wänden dieses Ganges. Aus den Gräbern dringt das Geräusch schleifender Füße. Das heißt, hier drin sind Viecher. Gegner. Starke Gegner vermutlich. Übernachten kennen wir ja wohl nicht, ne? Ist das nicht fleißige Handarbeit? Fleißig gewartet? Ach nee, schleißig. Das heißt, es ist verschlissen. Aha, so funktioniert das. So, sollte ich ein paar Schutzzauber aussprechen? Ich könnte ja mal Folgendes versuchen. Wie viel hast du eigentlich jetzt schon? 70, 110. Very well. Gut, jetzt geht's los. Ich wusste es. Wir brauchen Monster. Ich hätte vorher... Mist, ich hab... bin doof. Mach erstmal das Schnellste, was du kannst. Und... kannst du Monster herbeirufen? Goladan? Nee, kannst du nicht. Aber du kannst... Unsichtbarkeit 3 Meter Radius ist ja geil. Spiegelbild. Und du zauberst Untote hier. Die Untoten, die gegen Untoten kämpfen. Gruftschrecken. Wer hat denn dich jetzt schon wieder getroffen? Zombie hat mit 20er Trefferwurf einen kritischen Treffer. Ich glaub's ja nicht. Gruftschrecken leicht verletzt. Don't yell, I can hear you just fine. Sag mal. Nee, das ist das Spiegelbild, was das so aussehen lässt. Ich dachte gerade, der benutzt hier einen Dingensstab. Kampfstab.
Versuch mal das. Und du hast ein Viech herbeigerufen, aber du könntest noch mal jetzt so versuchen. Du hast jetzt keinen Schaden gekriegt, ne? Du greifst das Vieh an, ihr beiden greift auch den Korgan an. Das ist schlecht. Du greifst mal bitte mit hier an, in Hoffnung, dass es geht. Ouch. Zwei Schadenspunkte, aber nicht betäubt oder sowas. So, was haben wir hier? Kriegerskelett, okay. Kriegerskelett gegen Zombie, Gruftschrecken und Kriegerskelett. Mal gucken. Gucken, ob das was wird. Moment. Gruftschrecken zieht Stufen ab? Okay. Das war mir nicht bewusst. Ich werde den Kampf nochmal neu laden. Ich könnte ihn ja wiederbeleben, aber ich will jetzt speziell Viecher vorher beschwören. Das habe ich vergessen, dass ja dann Viecher kommen. Wenn man das weiß, kann man das ja tun. Yes. Bitte mal hier Stufe 3. Was haben wir jetzt hier? Ein Waldschrat, okay. Dann machen wir nochmal Stufe 3. Ne, machen wir Stufe 2 hier hin. Du bist im Schatten versteckt. Gut, was haben wir jetzt hier? Schreckenswolf und Hobgoblin Elite. Bitte der Schreckenswolf dahin. Und die Hobgoblin Elite kann hier hin. Die vergiftet ja, ne? Viechers. Bitte du hier bleiben. Ich brauche hier einen Tank. Ihr nehmt alle mal bitte Fernkampfwaffen und greift. Zuerst mal bitte das Vieh an. Jan verursacht 6 Schadenspunkte. Okay, also normale Waffen gehen zum Verletzen. Beschwör mal gleich nochmal was Neues dahin. Bevor der Dingens stirbt. Nein, 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 vorsichtig. Triss hat. Achso, kritischen Treffer. Oh, der Zombie ist nicht von normalen Waffen verletzbar. Ich glaub's ja nicht. Du greifst da an, du hältst die ab, genau. Du beschwörst. Das sind 2 Gegner. 1, 2, 3, 4, 2 beschworene Viecher. Okay. Ihr beiden. Waldschrat, Waldschrat. Du bitte hier hin. Und du hier hin. Der rübst hier rum, das kann ja wohl nicht sein. Der hat schon wieder richtig doll Schaden gekriegt. Ach, du sollst Nahkampfwaffe nehmen, Mann. Kein Wunder, dass das hier nicht wird. Hast du doch. Ja. Gut, Triss hat 36 Schadenspunkte bei Gruftschrecken verursacht. Sehr gut, also Triss macht richtig Schaden. Obwohl sie noch gar nicht Dingens ist.